So Leute, und willkommen wieder zurück mit mir, euer Geotobi, jetzt mit Black Ops 2. Ja, das erste Projekt, also Let's Play Projekt, was ich jetzt blind natürlich spiele, also von den neuen Games, die ich jetzt hier auf dem Kanal präsentiere und auch meiner Wenigkeit, eben je nachdem. Und ja. Auch jetzt auch in 1080p. Ja, eigentlich normalerweise lasse ich das bei Konsolen-Let's Plays so, dass ich so gesehen. Warte mal. Das. Wir können hier außerdem eine Klasse erstellen. Und ja, hier werde ich jetzt das Projekt so gesehen auf 1080p jetzt spielen. Ich habe anfangs erst auf 720 gelassen, weil es reicht auch vollkommen aus mit 720 bei Konsolen-Let's Plays. Ist aber eigentlich auch sehr recht gute Qualität. Aber ich wollte mal ein bisschen mehr ausreizen und deswegen stand er auch schon bei den, also wenn man hier bei der Xbox guckt, dann kann man ja so gesehen ja auch noch sehen, was für eine Leistung das Spiel hat. Also wenn man auf der Xbox guckt. So. Also wenn man auf den Spieldings da geht, also Spieldetails, und also wenn es im Laufwerk drin ist, dann kann man allgemein da gucken und da steht auch 1080p. Also unterstützt das Spiel auch so gesehen 1080p und dann kann ich ja trotzdem mit den Aufnahmen auch 1080p machen. Das werde ich auch bei den kommenden Let's Play Projekts bei mir auch noch machen. Da werde ich dann so gesehen auch auf 1080p machen, wenn es unterstützt. Wenn nicht, dann lasse ich das einfach. Die anderen Projekte, alle, die eben halt noch kommen, die lasse ich alle auf 720p. Ich mache das nur bei den neuen Spielen, die eben halt nach und nach kommen, auch noch wie Far Cry 3 und so. Also mehr brauche ich nicht zu erwähnen, bei welchen coolen Spiele. Und Zusatzkit haben wir jetzt auch immer vorher gehabt. Jetzt haben wir auch hier einen Schaft, also einen justierbereiten Schaft. Laufen Sie schneller, während Sie durch die Zielvorrichtung blicken. Ja, das gibt es auch im Multiplayer. Ist eigentlich ganz cool hier, das ist so ein bisschen wie so Perks, ne? Und ja, das hätten wir soweit jetzt unsere Klasse erstellt. Finde ich eigentlich auch sehr, sehr cooles Feature in dem Spiel. Und nun starten wir Zeit und Schicksal in Nicaragua 1986 mit Alex Mason. So, starten wir. Was hat so lange gedauert? Der Boss ist also wieder da. Hol dir diesen Penner Menendez. Er macht deinen Dad für alles verantwortlich. Und obendran Woods. Jetzt ist er hinter dir her. Junge. Ich denke, Menendez ist am Ende. Ich sehe immer diese Blitze. Die Nacht, als mein Vater starb, ich war noch ein Kind. Warum jetzt? Ach, scheiße. Hab dich nicht hart genug geschlagen. Okay, von Woods haben wir alle Teile. Setzen wir sie zusammen. Menendez war in Nicaragua. Die Info kam von Kravchenko. Er wurde uns vom Narbengesicht persönlich auf dem Silbertablett serviert. Manuel Noriega. Einer von vielen Vorteilen, Präsident von Panama zu sein, ist, dass man die Armee als Privatpolizei hat. Also, die CIA in ihrer unglaublichen Weisheit unterschreibt einen Deal und das Weiße Haus schreibt einen Scheck über 1 Million und jeder macht seinen Freudentanz. Und ab geht's in den Dschungel. Das in Nicaragua war ein Unfall. Wir zielen nicht auf Zivilisten. Okay. Zeit und Schicksal. Die Infos wurden bestätigt. Es ist Raúl Menendez. Ich wusste, er würde hier sein. Sind die Männer bereit? Sobald ich den Befehl gebe. Dann los. Wanze. Teudeln wir nicht rum, Jungs. Räuchern wir ihn aus. Das ist nicht die Mission, Woods. Er bleibt am Leben. Da ist Raúl Menendez. Ja, wir haben ihn ganz schön zugerichtet, wo wir auf ihn geschossen hatten.
sein linkes Auge. Naja. Das ist wohl die Josefina. Gerade noch ein Bild gesehen, aber wie sie, glaube ich, sehen die jetzt nicht so. Raúl Menéndez an der Seite seiner Schwester Josefina. Scheint auch wohl ein Gläubiger zu sein, weil da oben ja auch noch so ein, über die Tür noch so ein Kreuz ist. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir que no me molesten? ¿Qué carajo? Ach, wer seid ihr? Was habt ihr vor? Nein. Ihr verdammten Messkerle. Si tocas a mi hermana, te lo juro que te mato. Was wollt ihr? Josefina! Oh nein. Nein. Lass sie in Ruhe. Animal! Du verdammter Mistkerl. Oh. Also, Raúl, der geht da richtig ab, aber er hat es nicht anders verdient. Er greift sie einfach an und... Was macht ihr? Ah, nein. Josefina. Was ist das? Was hat das zu bedeuten? Warum? Aufwachen. Ich sagte aufwachen. Lo sacaron sin que lo vieran. Vier Männer mussten ihn bändigen. Jo. Keine Zeugen. Ich habe ihr Leben vor der Hand der Amerikaner gerettet. Ein Dankeschön. Aber ich bin immer noch auf Droge und gehe voll ab, ey. Was haben die mir eingeflößt? Aber er wird dafür bezahlen. Und das hat er wohl anscheinend. Nein, da ist sie. Du Mistkerl, hast uns so weit weggetrieben. Boah, das geht richtig ab. Ho, ho. Yo. Zack. Boah, wie das abgeht. Boah, hier. Hier haben wir gerade seinen Arm abgeschossen. Ja, das ist jetzt, die deutsche Version. Mit dem Day One Patch, was ich ja gesagt habe, wurde es gepatcht. Es ist jetzt so, auch so gesehen uncut wie die andere Version. War schon echt wie am Anfang schon doof, dass sie erst daran nicht gehalten haben und dass es geschnitten war. Zack. Aber naja, gut, das wurde jetzt behoben. Sei es drum. Aber ihr seht ja schon, das ist schon derbe. Auf jeden Fall. Hier, die töten einfach Zivilisten. Diese Mistkerle. Boah, Alter, ich töte ja fast alles hier. Ich schrecke mich vor nichts zurück. Hey, hör auf, die Frau zu vergewaltigen. Oh, wir können sogar alle töten hier. Ich schieße nicht auf Frauen, aber... Das ist ja voll böse. Ah, ihr Mistkerle. Was macht ihr da? Nimm die Axt. Nimm das. Ja, ihr werdet jetzt alle sterben. Oh, ihr könnt mich nicht aufhalten. Es ist zu spät. Naja, ich brauche jetzt nicht so auf Zivilisten zu schießen. Da ist sie. Gerade ein Bild von ihr gewesen. Oh, ihr Mistkerle. Ihr werdet dafür büßen. Oh, sein Arm ist ab. Wie das aussieht, Mann. Oh. Ja, könnt mich nicht aufhalten.
Da oben müssen wir hin. Verdammter Mistkerl. Davon hast du es. Haut bloß ab. Ich kann mich sonst nicht unter Kontrolle halten. Ich muss weiter. Kannst du sogar auf Pferde schießen? Yo. Da. Krass. Er kann ja alles töten. Renn. Solange ihr alle noch könnt. Ein Mann des Volkes. Bereiten Sie der Brutalität der PDF ein Ende. 99%. Oh, wir sind so Rage, Alter. Diese vollen Rage, Leute. So könnt ihr das kriegen, den Erfolg, wie ihr gesehen habt. Zack. Mich kann man nicht aufhalten. Wie so eine Bestie. Wie sagt man so? Bestie in Menschengestalt. Boah, ey. Raul Mendes, der geht so ab, ey. Mich fällt man nicht auf. Es ist zu spät. Ich will meine Josefina wieder haben. Er tut alles, um sie noch zu retten. Wo ist sie? Wo? Wo habt ihr sie hingebracht? Ich will sie wieder haben. Nein. Ich komme. Halte durch. Mich hält man nicht so leicht auf. Ihr seht das jetzt. Wenn ich in Rage bin, Alter, dann drehe ich durch. Nein. Boah. Wie das abgeht mit der Shotgun. Seht ihr, das ist der Zorn von Raul Mendes. So. Da müssen wir rein. Hey! Nein, hört auf! Nein! Ich will zu ihr! Verdammt! Die Granate, nein! Nein! Schwester Josefina starb bei der Explosion. Wer warf die Granate? Ich wusste nicht, dass sie da war, David. Ich sah nur Menendez und bin durchgedreht. Frank, du drehst nicht einfach durch. Was hat Menendez dir in Angola angetan? Menendez. Er wollte wissen, was die CIA über ihn wusste. Also hat er meine Leute gefoltert. Da dachte ich, packe aus. Ich sah, wie einer nach dem anderen starb. Dann warf er uns in diese Blechdose und schloss die Tür ab. Ich war Wochen da drin. Ja, ich bin durchgedreht, als ich Menendez wieder sah. Was hättest du denn gemacht? Vor 15 Minuten Agenten Hudson, Einsatzkräfte Mason und Watts. Ja. Jetzt sehen wir das, glaube ich, jetzt in ihrer... Wer ist das Mädchen? In ihrer Sicht unwichtig. Alles. Sie ist nicht das Ziel. Wahrscheinlich eine Nutte. Boah. Ist klar. Okay, die wissen das ja noch nicht. Dass es eigentlich seine kleine Schwester ist. Noriegas Männer rücken an. Oh, nein. Okay, es wird auch. Okay. Schwere Kämpfe vor uns! Na gut, jetzt sehen wir das wohl in ihrer Sicht. Ja, ihr seht jetzt hier die Goliath, die ich jetzt hier habe. Und dann hier noch die schöne MP5. Du wirst dankbar sein, dass sie hier sind. MG im Fenster, Gebäude rechts. So, nehmen wir jetzt mal die Goliath, ne? Habe ich jetzt auf 3 Schussbetrieb gemacht. Ich spiele das allgemein gerne. Weniger Munitionverbrauch und effiziente Feuerkraft.
Okay. Mir nach! Ja, jetzt kommen wir. Hä? Die schießen voll auf die Zivilisten, die. Unser Ziel ist es nicht, auf Zivilisten zu schießen. Wir wollen nur Raúl Mendes haben. Nein. Sie haben auf Zivilisten gefeuert. Passen Sie auf. Keine Sorge, Woods. Diese Kartelljungs sind hart. Du wirst dankbar sein, dass sie hier sind. MG-Fenster, okay. Gebäude rechts. Da sind Männer auf den Dächern. Das ist schon krass, wie das hier abgeht. Mir nach! Dann müssen wir aufpassen, dass wir nicht auf Zivilisten treffen. Weil wir sind ja nicht wie Raúl Mendes, der ja alles erledigt hat, was vor ihm stand. Vorsichtig feuern! Zivilisten! Auf die Balkone aufpassen! Ey, Mistkerle. Da überall Zivilisten, da müssen wir richtig aufpassen. Voll mittendrin jetzt hier. Aber die schlachten aber auch voll Zivilisten hier ab. Da war Interaktion. Ey, cool, da finden wir was. Öffnen wir das mal mit unserem Kit. Ist immer praktisch, dann kriegt man immer was Tolles. Ey. Ich denke mal, wir haben Molotow-Cocktails gefunden. Es kommt noch mehr! Noch ein MG! Ausschwärmen! Molotow-Cocktail, sehr einfach und effektiv. Voll die Action gerade hier. Oha. Geht richtig die Post ab hier, finde ich. Bam. Sprengen wir schon die halbe Hütte da weg. Ganz schön viele Wachen haben die hier alle. So eine kleine Privatarmee oder was geht hier ab hier in diesem Dorf? Zack! Der liegt ja auch so geil. Oh. Okay, weiter geht's. Da fahren wir wesentlich noch eine Menge hier in diesem Game. Also wie das hier so weiterging mit Woods und alles. Finde ich irgendwie richtig schon nice. Auch dieses so Vergangenheitmäßige und dann wieder Zukunft, das passt echt gut zusammen. Ein cooles Konzept auf jeden Fall. Auch wenn es wieder das gleiche ist, so wie mit Action und so, kennt man ja auch soweit. Aber dennoch, des Trotz finde ich das richtig geil. Ich finde die Story finde ich eher besser als wie bei MW3. Das ist jetzt so meine Meinung. Bei MW3 fand ich die Story nicht so so super nice. Aber das habe ich ja auch noch gesagt, dass ich das auch nochmal re-uploaden werde, weil ich das ja schon mal Let's Played habe, wo es noch neu draußen war. Vor ein Jahr, ja. Ist ja schon vor über ein Jahr, wo ich das mal blind Let's Play hatte, da war es ja vollkommen neu, das Spiel. Dann hatte ich auch mal welche Special Ops Missionen auch noch Let's Play gehabt. Aber ich glaube, das werde ich nie mehr machen. Keine Ahnung, ob da jemand noch Lust hat, mir da ein Special Ops Together zu machen bei Modern Warfare 3, wenn ich das re-uploaded habe denn. Und ja, solange könnt ihr auch hier irgendwann hier bei Black Ops 2 mit mir den Zombie-Modus durchsuchteln. Da würde ich mich auch darüber freuen. Oder eben halt Training, also Kampftraining, Ligaspiele oder andere Public Games. Also da würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen, wenn da welche aktive Zuschauer sind oder Leute allgemein bei Xbox Live, die Mann, ich bin gestorben. Naja, gut, ich werde jetzt angerufen, meine Schwester wollte noch was von mir und ja, aber egal,
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kommentiert, abonniert und ja, falls ihr nichts verpassen wollt. Und ich freue mich sonst, wenn ihr wieder nächstes Mal wieder einschalten würdet bei Black Ops 2 oder schaut einfach mal in andere Projekte. Unten habe ich ja neu gemacht, da könnt ihr gleich gar nicht weit runter scrollen. Dann könnt ihr ja schon auf die Playlist gehen, falls ihr die Folgen vielleicht verpasst habt oder so und nochmal angucken wollt. Und ja, wünsche euch noch viel Spaß noch zu diesem Projekt noch weiterhin, denn wo ich jetzt hier 1080p mal für euch mache. Das werde ich jetzt nur noch für neue Projekte machen, für die anderen lasse ich alle auf 720 oder auch einige Games, auch neue Games lasse ich dann auf 720, falls 1080p nichts bringt. Also das wird ja auch so gesehen angezeigt bei den Spieldetails, wenn das Spiel so gesehen im Laufwerk drin ist bei der Xbox, dann sieht man das ja, welche Anforderungen der so gesehen er hat. Okay, gut, nichtsdestotrotz, danke ich nochmal fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, euer GetTobi und ciao, ciao, yeah!